Ich habe Geburtstag. Und zur Feier des Tages, ob ihr es glaubt oder nicht, geht es auf nach Del Sol Valley. Und ja, möglicherweise habe ich ungefragt Moms Kreditkarte ausgeborgt, aber als würde ihr das auffallen. Christopher und ich werden das Wochenende gemeinsam hier verbringen. Wir werden endlich das Leben der Reichen und Schönen kennenlernen. Ich bin so froh, dass ich Christopher habe. Er ist wie mein Bruder. Es fühlt sich wirklich so an, als wären wir verwandt. Seltsam, oder? Wir sind hier in Del Sol Valley. Unsere Baby Coco hat heute Geburtstag und deshalb sind Christopher und sie hier in diesem zuckersüßen Restaurant. Und hier sitzen unsere beiden und unterhalten sich. Coco ist auch super schön gekleidet. Sie trägt ein wunderschönes Party-Outfit. Das hat ihr übrigens Christopher geschenkt, denn er wollte auf Nummer sicher gehen, dass sie bei ihrem Geburtstag toll aussieht. Damit die beiden hier aber nicht verhungern, werden wir gleich mal für den Tisch bestellen. Coco wird sich einen Fruchtpunsch bestellen und für Christopher bestellen wir eine Fruchtbrause. Vorspeise brauchen wir, glaube ich, keine, aber natürlich einen fancy Hauptgang. Für Christopher gibt es den Tofu-Truthahn und für Baby Coco gibt es ein Schinkenfestmahl. Heute ist übrigens auch alles kostenlos, denn es ist Nacht in der Stadt. Aber wie man hier ganz gut sehen kann, das bräuchten die beiden tatsächlich nicht, denn Coco hat ja die Kreditkarte ihrer Mom mitgehen lassen. Endlich ist das Essen da, das hat mal wieder eine Ewigkeit gedauert und Coco ist jetzt auch im Stehen, warum auch immer. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es eine sonderlich gute Idee ist, hier einen Geburtstagskuchen hinzubestellen. Ich glaube, dafür reisen wir nochmal ganz schnell zurück in die Unterkunft. Dann können die beiden auch nochmal duschen und sich ein wenig fertig machen. Und dann geht es ab in einen Nachtclub. Wir haben hier unten nämlich zwei verschiedene Nachtclubs und mindestens einen davon werden wir heute auch von innen sehen. Wieder in der Unterkunft angekommen, spielt Coco ein wenig mit dem kleinen Lucifer. Das ist ja ihre Katze, die sie im vorletzten oder letzten Part adoptiert hat. Und ja, ich habe sie umbenannt. Vorgeschlagen wurde der Name von der lieben Lilly mit dem Argument, dass die Katze der Stiefmutter von Cinderella ja auch Lucifer heißt. Und in der Zwischenzeit kümmert sich unser Christopher um den Schokokuchen. Ich glaube, er hat noch nie in seinem Leben gekocht, aber er hat sich von seiner Mom natürlich alles Mögliche abgeschaut und deshalb hoffen wir mal, dass er die Küche dabei nicht in Brand steckt. Ich liebe die Freundschaft zwischen den beiden übrigens. Sie verstehen sich einfach so unglaublich gut und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass sie hier in Del Sol Valley irgendwann zusammen leben werden und versuchen werden, Schauspieler zu werden. Christopher wird gleich mal Geburtstagskerzen zur Torte hinzufügen und dann wird unsere Coco sich etwas wünschen. Und zwar wünscht sie sich einfach eine bessere Zukunft. Sie hofft, dass sie so bald wie möglich von zu Hause ausziehen kann und ihre Mutter im besten Fall niemals wieder sehen wird. Das klingt jetzt wirklich hart, aber stellt euch mal vor, ihr müsst Serena als Mutter haben. Und natürlich folgt auch sie dem Trend, den in letzter Zeit alle meine Sims folgen. Zum Älterwerden geht sie erstmal aus dem Haus. Coco ist eine nicht kokette Katzenfreundin und da sie sich ja auch zum Ziel gesetzt hat, Schauspielerin zu werden, geben wir ihr als letztes Merkmal kreativ und außerdem geben wir ihr hier auch Profi-Schauspielerin. Und ich bin schon sehr gespannt, wer schneller die Karriereleiter hinaufsteigt. Coco oder Christopher? Schreibt mir eure Meinung dazu sehr, sehr gern in die Kommentare. Nach dem Kuchenessen sind wir nun hier im Envy Nightclub und die Party kann beginnen. Das ist so ein wunderschönes Grundstück und ich bin schon so gespannt, wen wir hier kennenlernen werden. Denn unsere Coco ist zwar nicht kokett, aber ich glaube Christopher schon. Und er hat gleich mal jemanden kennengelernt. Hallo Dream, willst du etwa unser Boyfriend werden? Wir werden uns mal freundlich bei ihm vorstellen. Warum mussten wir uns vorstellen und die beiden kennen sich schon so gut?
Wir finden es interessant, er findet uns witzig, das ist ja schon mal ein großartiger Start. Aber wir dürfen nicht vergessen, heute hat Coco Geburtstag, deshalb werden wir mit ihr zusammen einfach mal ein Country-Duett singen. Immerhin soll sie nicht glauben, dass wir nur hier sind, um irgendwelche Männer oder Frauen kennenzulernen und uns gar nicht um ihren Geburtstag kümmern. In erster Linie wollen wir die Zeit natürlich mit ihr verbringen. Ich liebe es einfach, meinen Sims beim Singen zuzuhören. Das ist wirklich immer ganz großes Kino. Sie können das wirklich voll unglaublich gut. Und nach diesem erfolgreichen Duett werden wir mal ein Getränk für die beiden bestellen. Auch das ist heute natürlich kostenlos, deshalb bestellen wir einfach gleich mal ein salziges Lama für beide. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich erwähnt habe, warum Christopher überhaupt hier sein darf. Also, was er seiner Mom erzählt hat. Er hat sich's nämlich ganz einfach gemacht. Er hat gesagt, Mom, ich habe einen Ausflug mit der Theater AG. Wir schauen uns in Del Sol Valley all die imposanten Gebäude an, die es in der Schauspielwelt so zu entdecken gibt. Und da Snow natürlich niemals davon ausgehen würde, dass ihr Sohn sie belügt, hat sie es natürlich auch nicht weiter hinterfragt. Und während ich euch das erzähle, unterhält sich Christopher schon wieder mit dem guten Dream. Und Coco hat sich extra einige Plätze weiter weggesetzt. Wahrscheinlich hat Coco sowas gesagt wie, ich habe doch gesehen, wie du ihn angesehen hast. Und auch welche Blicke er dir zuwirft. Geh hin, unterhalte dich mit ihm. Wer weiß, möglicherweise entsteht da ja doch mehr als Freundschaft raus. Wieso ist denn Lucifer hier? Unsere Katze ist einfach mit Party machen. Okay. Und nun sind die drei hier oben auf der Tanzfläche. Irgendwie ist sonst niemand dort. Und während sie tanzen, wird Christopher nochmal das Gespräch mit Dream suchen und wird ihn einfach mal ein klein bisschen anflirten. Und natürlich hat er das Flirten angenommen. Dann wird er ihm noch ein Kompliment machen. Und während es zwischen den beiden romantisch wird, muss unsere Katze dringend aufs Katzenklo. Deshalb wird Coco sie jetzt einfach mal umarmen, denn wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, in einem Nachtclub gibt es kein Katzenklo. Die beiden sind auch noch immer am Flirten und Christopher hat gerade erfahren, dass Dream Single ist. Schreibt mal gern in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Mom ist so nervig. Ich wollte unbedingt zu der Gruselparty morgen. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Ich darf nur hin, wenn ich Adam mitnehme. Der wird mich doch garantiert blamieren. Aber Ansley wird auch dort sein. Ich muss sie einfach wiedersehen. Nun sind wir wieder zurück in Windenburg bei unserer Familie Parker. Und wie ihr schon gesehen habt, heute ist der Part der Partys. Denn hier feiern wir heute den Gruseltag. Passend dafür habe ich auch schon eine Party geplant. Und zwar findet heute in einem Café in Windenburg eine Gruselparty statt. Veranstaltet wird diese auch offiziell von Tayo und Adam. Aber in Wirklichkeit wissen wir natürlich, die beiden sind nur Gäste und werden dort auf einige ihrer Schulkollegen und Kolleginnen treffen. Snow ist gerade dabei, Mittagessen für die Familie zuzubereiten und Adam hat sich ein bisschen um den Haushalt gekümmert. Und Oliver hat sich dazu entschieden, nicht auf das Essen seiner Frau zu warten und isst lieber den Schokokuchen von der letzten Party. Das ist natürlich auch in Ordnung. Dann kann Adam hier noch die Windeln wegwerfen und dann wird er hier auch noch versuchen, die Toilette zu reparieren. Tayo ist übrigens noch immer am Schlafen, obwohl wir schon kurz vor 13 Uhr haben. Er kann dann mal aufstehen, aber wenn ich so an meine Teenagerzeit zurückdenke, da schläft man manchmal eben ein bisschen länger. Und dann wird Oliver gleich mal alle zum Essen rufen. Adam, wir gehen heute zusammen auf eine Party. Das verkündet unser Tayo, als die ganze Familie zusammen am Mittagstisch sitzt. Adam ist jetzt erst natürlich ein wenig verwirrt, wie, warum willst du mit mir auf eine Party gehen? Aber Tayo kann sehr überzeugend sein und Adam kann sowieso nicht so gut Nein sagen. Deshalb stimmt er schlussendlich zu.
Aber er weiß natürlich nicht das, was wir wissen, nämlich, dass seine Mom Tayo darum gebeten hat, dass er seinen Bruder mitnimmt. Adam denkt sich nur, oh mein Gott, ich muss zum ersten Mal in meinem Leben auf eine Party. Deshalb muss er jetzt auch erstmal ein Schaumbad nehmen, um sich zu beruhigen. Adam, ich verstehe das, aber du schaffst das. Aber warum zur Hölle hast du Gurken auf deiner Brille? Damit auch Cinder und Snow ein wenig Halloween feiern, haben sie sich beide in ein Kostüm geworfen. Snow soll eine Schurkin darstellen und die kleine Cinder ist ein Monster. Und Snow erzählt ihr zur Feier des Tages eine gruselige Geschichte mit der Hilfe von Flashkarten. Denn aus irgendeinem Grund hat mein Spiel mal wieder gebuggt und ich konnte ihr keine wirkliche Geschichte erzählen. Und nun singt Snow ihrer Tochter noch ein Lied vor und Snow hat Level 10 der Singfähigkeit erreicht. So kommt unsere erste Generation langsam aber sicher zu einem Ende. Aber für Tayo und Adam beginnt erstmal die Gruselparty. Da sind wirklich viel mehr Leute gekommen, als ich dachte und auch als wir eingeladen haben. Tegan ist ein offizieller Gast, Erica ist ein offizieller Gast. Aber wo ist denn das Girl, an dem Tayo interessiert ist? Hier haben wir sie, Ansley Price. Die sitzt hier mit ihrer Freundin Patrice an einem Tisch. Und Tayo wäre nicht Tayo, wenn er nicht gleich zu ihr hingehen würde und mit ihr über ihr tolles Kostüm sprechen würde. Irgendwie verstehen sich die beiden gar nicht so gut. Er wird mal probieren, eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Möglicherweise kann er sie ja damit beeindrucken, weil das Kompliment übers Kostüm ging eindeutig nach hinten los. Und weil er sich gerade so selbstsicher fühlt, wird er einfach mal einen mutigen Anmachspruch loslassen. Und ich hoffe, dass sie dies nicht abweist, denn sonst habe ich jegliche Hoffnung für die beiden verloren. Okay, sie scheint wahnsinnig genervt von uns zu sein. Sie hasst uns einfach. Ich glaube, Ansley und Tayo sind nicht füreinander geschaffen, aber schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Zur Überraschung von uns allen scheint es dafür bei Adam mit dem Flirten ein wenig besser zu laufen. Dem wurde die Party nämlich einfach zu viel und dem lieben Loyal ist es aufgefallen. Und deshalb hat er gesagt, Adam, wollen wir beide vielleicht rausgehen? Lass uns doch einfach zum Wasser gehen und uns ein wenig besser kennenlernen. Und was einfach so super süß ist, Adam ist total in Loyal verschossen. Und obwohl Adam ein Einzelgänger ist, scheinen die beiden sich wirklich unglaublich gut zu verstehen. Deshalb wird er mal unauffällig fragen, bist du eigentlich noch zu haben oder hast du vielleicht eine Freundin oder einen Freund? Wie sieht's aus, Loyal? Und Loyal ist Single. Natürlich ist er noch viel zu schüchtern, um wirklich zu flirten, aber ganz unauffällig wird er mal sagen, weißt du was, Loyal? Ich finde, du siehst richtig cool aus. Du hast einen richtig guten Stil. Er hat es angenommen. Schreibt mir natürlich auch gern in die Kommentare, wie die mögliche Love Story zwischen Adam und Loyal weitergehen soll. Auf diesem Kanal kommt momentan ja nur ein Video die Woche. Falls du aber gerne mehr von mir sehen würdest, schau gerne auf meinem Zweitkanal vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Sims 4 Let's Plays für dich, die auch wöchentlich weitergehen. Die Stimme in meinem Kopf ist immer noch da. Es wird etwas Schreckliches passieren. Ich spüre es in meinem ganzen Körper. Aber ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Immerhin feiert meine Tochter heute Geburtstag. Ist sie nicht wunderschön?